Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir bei eurer Crazy Owl zur aktuellen Wochentendenz vom 16. bis 22. August 2024. Schön, dass ihr wieder hier seid oder neu zu mir gefunden habt. Und wie immer, wir haben eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein. Diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Tarot Grand Luxe von Ciro Marchetti, dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti und natürlich gibt's eine Faol-Rune für die Woche mit dazu. So, und schon geht's los. Ein Schluck Kaffee. Cheers, meine Lieben. Und dann schauen wir mal, was die kommende Woche für uns bereithält. Ich hoffe, meine Kameraeinstellung macht diesmal mit und ich muss nicht hier in zwei oder drei Teilen die Wochentendenz hochladen. Drückt mir die Daumen. Ich habe hier alle Einstellungen nochmal überprüft und über Erklärbär-Videos mir alles angeschaut. Also ich hoffe, es läuft jetzt. So, los geht's. Was haben wir denn am Freitag für eine Energie im Feld? Da haben wir sie schon. Okay. Wir haben den Ritter der Schwerter. Gut, also der Freitag könnte so eine Energie sein, wo wir sehr damit befasst sind, die Dinge zu beobachten. Bei manchen Aktionen kann es wirklich sein, dass die Energie vorherrscht, dass man relativ schnell eine klare Verstandesentscheidung trifft. Sehr manchmal vielleicht ein bisschen, ja, von der Energie her etwas unterkühlt. Ne? Der Ritter der Schwerter bringt so ein bisschen eine unterkühlte Stimmung. Der ist auch sehr fokussiert auf sein Ziel hier, wenn wir den Blick von diesem Herrn hier anschauen. Also der Freitag könnte so ein bisschen eine unterkühlte Energie bringen. Allerdings geht es mit der verdeckten Energie des Königs der Stäbe darum, dass wir sehr klar analysieren, was Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten anbelangt, in uns, in unserem Umfeld oder in den Menschen, die uns umgeben. Na, weil der König der Stäbe ist ein sehr charismatischer Anführer, der einen Blick für Potenziale und Ressourcen hat und der auch weiß zu begeistern. Also man ist hier vielleicht so ein Stück weit analytisch unterwegs, um zu gucken, wie man die Ziele, die man hier so im Blick hat, gut und ressourcenoptimiert angehen kann. So, was ergänzt denn hier noch das Lenormand für den Freitag? Der Baum und die Lupe. Also, es geht hier wirklich um eine langfristige Planung, um Stabilität und es geht hier auch, ne, der Ritter der Schwerter schaut hier ja ganz genau hin und das sehen wir auch hier mit der Lupe bestätigt. Also es geht hier wirklich darum, etwas Langfristiges anzugehen und hier wirklich auch achtsam auf die Feinheiten zu sein. Ja, wirklich einen genauen Blick zu haben, okay, wo muss hier noch auf Details geachtet werden, damit das auch langfristig und tragfähig ist. Und diese Genauigkeit, die man hier an den Tag legt, scheint wirklich gut zu sein, denn wir haben hier den Schlüssel und die Blumen als verdeckte Energie. Also der Schlüssel zum einen als Glückskarte sagt, ja, hier ist alles gut, hier öffnen sich vielleicht auch neue Türen, hier wird alles gut und hier kommt es zu Überraschungen, Geschenken und positiven Begegnungen und Fügungen. Also eine sehr, sehr gute Energie, wenn man hier wirklich strategisch, genau und achtsam vorgeht. So, was haben wir denn am Samstag für eine Energie im Feld? Für den Samstag. Nochmal eine Schwerterenergie, die 5 der Schwerter. Und verdeckte Energie, der König der Schwerter. Okay, es geht hier sehr viel um Gedanken und um Worte. Na, Schwerter ist immer Luftelement, da geht es um die Gedanken, um die mentale Kraft. Mit den 5 der Schwertern ist die Energie des Krieg ohne Siegers im Feld. Also man hat hier in der Vergangenheit vielleicht wirklich Schlachten geschlagen. Vielleicht war auch die letzte Zeit für euch extrem turbulent, von sehr viel, ja, in Anführungsstrichen Kampfenergie geprägt. Ja, und
Hier ist man wirklich am Überlegen, okay, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und hier schaut eben auch der König der Schwerter mit der verdeckten Energie ganz klar darauf, wofür will man hier noch kämpfen? Der König der Schwerter ist ein sehr gerechter, fairer Führer. Also es kann hier wirklich sein, dass mit den Dingen, mit denen du in letzter Zeit vielleicht gekämpft hast, dass diese Energie am Samstag nochmal im Feld ist. Und man schaut hier wirklich drauf, wofür man noch bereit ist zu kämpfen. Oder ob man des Kampfes müde ist oder ob der Kampf sich gar nicht lohnt und man sagt, okay, ich gebe dem anderen recht und dafür habe ich meine Ruhe. Ne? Also all das können hier Facetten sein, die hier eine Rolle spielen. Vielleicht geht es natürlich auch mit diesem Kämpferischen darum, dass man sagt, ja, man hat hier langfristige Ziele, die man verfolgt und man will hier auf die Feinheiten achten, um eben diese Rechtfertigungsenergie oder kämpferische Energie in Zukunft zu vermeiden. Schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt. Verzeihung, da haben wir den Bär und die Zeit. Ja. Also es ist vielleicht für den einen oder anderen von euch, mit dem Bären geht es um Autorität, um Rückzüge. Es geht hier vielleicht auch um Vaterthemen. Ja, und mit der Zeit ist es vielleicht für den einen oder anderen wirklich so die Energie, ey, ich bin des Kämpfens müde. Ich habe keine Lust mehr auf Rechtfertigung. Ja? Ich ziehe mich von den vermeintlichen Schlachtfeldern im Außen zurück und kämpfe, wenn dann nur noch, für meine kleine Welt, für meine Ziele, ja, und lass mich nicht mehr in das Drama hier im Außen ziehen. Also vielleicht ist es wirklich die Zeit, sich vom Schlachtfeld zurückzuziehen. Vielleicht ist es aber auch die Zeit, eben diese Kämpfe zu verlassen, indem man wirklich in seine eigene Autorität geht und sagt, okay, ich mache mich nicht mehr abhängig davon, dass andere mir Recht geben oder mir zustimmen oder ich Recht bekomme, sondern einfach seiner eigenen Wahrheit und Weisheit hier zu vertrauen, ja, und nicht sich im Außen zu verlieren. Und das könnte eine glückliche Fügung sein, die du hier entscheidest mit den Blumen, ja, wenn du in deine Selbstautorität gehst und eben sagst, okay, die Kämpfe im Außen sind für mich gar nicht mehr von Belang. So, was haben wir denn am Sonntag? Am Sonntag haben wir die Hohepriesterin. Oh, sehr schöne Energie. Die Hohepriesterin ist so ein bisschen die Geheimniswahrerin. Hier geht es um Intuition. Hier solltest du auf deine Träume, Zeichen und Hinweise achten, glückliche Fügungen. Und hier könnten wirklich mit der verdeckten Energie des Wagens und verdeckte Energie, wow, Rat des Schicksals. Und schau mal, darunter kommt auch noch der Hierophant. Also den Sonntag könnt ihr euch schon mal rot im Kalender anstreichen. Hier wird etwas geschehen. Ja, mit der Hohepriesterin ist es vielleicht auch etwas, was bisher so im Verborgenen wirkte, was du so in deiner Intuition schon geahnt hast, dass hier so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm ist oder du wartest hier darauf, bis etwas eben, bis die Schöpfung dir sagt, ja, die Zeit ist jetzt reif dafür. Ne? Hier wartet man oder hat so ein Bauchgefühl, wo man weiß, ja, etwas steht an. Und das kann hier mit der verdeckten Energie Wagen, Rat des Schicksals und Hierophant. Also hier überschlagen sich die Ereignisse, hier wendet sich das Schicksal und das ist auch wirklich nochmal die doppelte Führung von oben. Ja? Weil wir haben hier den Hierophant und die Hohepriesterin, also die Schöpfung sitzt hier definitiv am Ruder und hier könnte sich so einiges mit dem Wagen, ne, schnellste Energie im Tarot, hier könnten sich die Ereignisse wahrlich überschlagen und es zu einer plötzlichen positiven Veränderung kommen. Mit dem Hierophanten ist hier auch wirklich eine Hochzeit angezeigt. Hier geht es auch um Werte und Traditionen und vielleicht ist es auch hier, dass man wirklich mit dem Wagen sich rasend schnell neu ausrichtet auf die neuen Werte und Traditionen, denen man jetzt folgen will. Ja, also das ist eben dieses, okay, ich muss hier nicht mehr im Außen, sondern ich folge meinem moralischen inneren Kompass. Ja, damit bin ich auf meinem Lebensweg unterwegs und damit beschleunigt sich auch euer Weg.
gerade mit dem Wagen, denn man weiß hier ja, wo man jetzt lang will. So, schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt für den Sonntag. Das Haus. Und was haben wir noch? Und das Schiff. Ja. Also, mit dem Haus geht es wirklich um Stabilität, um euer Fundament. Und mit dem Schiff geht es hier wirklich um eure Seelenreise, euren Sehnsüchten zu folgen. Aus eurer Stabilität heraus eurem Seelenweg zu folgen. Und das ist eben auch diese Hohepriesterin, ne? Der Intuition zu lauschen, den Eingebungen zu folgen, die man hier hat, auf Träume, Zeichen zu achten und diesen Weg wahrlich zu gehen. Und dann eben auch zu erkennen, okay, wo ist mit dem Fuchs, wo ist hier der falsche Zeitpunkt, wo ist das richtige Timing, ja, wo liegt hier die Weisheit? Ja, und eben dieser Weisheit zu vertrauen. So, der Montag. Was haben wir am Montag für eine Energie im Feld? Und wir haben den Stern. Wow, der Stern und die verdeckte Energie, die Liebenden. Okay. Also mit dem Stern geht es um Hoffnungen, um Wünsche, um die Wunscherfüllung. Ja? Wünsch dir was, seine Sterne neu zu ordnen. Und verdeckte Energie, die Liebenden, das ist wirklich so, ja, würde ich mal sagen, die neue Energie, in die man gehen möchte. Ja? Aus dem Herzen zu agieren, sich jedes Mal zu fragen, was würde die Liebe tun? Was würde der liebevollste Anteil in mir tun? Was sind auch meine Herzenswünsche? Ja, der Montag bringt hier wirklich eine sehr, sehr schöne, verbundene Energie, wo man hier vielleicht auch wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und eben wirklich seinen Herzenswünschen hier komplett folgen kann. Sehr schön. Was ergänzt hier das Lenormand für den Montag und den Stern? Ja, das kann auch wirklich sein, dass für den einen oder anderen am Montag eine sehr, sehr positive Nachricht ansteht in Liebesdingen oder eben auch beruflich. Ja, und wir haben hier den Turm und das Kind. Okay, also es kann hier mehrfache Deutung sein. Also entweder kommt hier mit dem Stern ein alter, bisher nicht gelebter Kindheitstraum in euch hoch oder ein Herzenswunsch aus der Kindheit. Ne? Wir haben hier ja die Liebenden als verdeckte Energie. Das kann eine Möglichkeit sein. Es kann sein, dass es hier zu einem Neuanfang kommt, weil ihr vielleicht eine behördliche Entscheidung hier erwarten dürft. Ja, weil der Turm steht eben auch für Behörden. Und also das kann die eine Facette sein. Sollte es hier eine blockierte Verbindung geben mit dem Turm, wo sich jemand in seinen Turm zurückgezogen hat, vielleicht auch der Kontakt zu einem Kind, könnte hier eine Kontaktaufnahme mit diesem Menschen stattfinden. Also sehr facettenreich, da bin ich jetzt schon gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Und wir haben nochmal verdeckte Energie, der Stern im Lenormand und wieder die Blumen und den Schlüssel. Also irgendeine Verbindung, irgendetwas kommt hier wieder in Kontakt. Mit dem Stern geht es auch hier um Anerkennung, Erfolg, Klarheit, spirituelle Zeichen und wieder die glückliche Fügung mit dem Schlüssel und den Blumen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da bei euch im Kollektiv so zeigt. Gebt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir die ja alle wirklich durch. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Der Dienstag. Was haben wir am Dienstag für eine Energie im Feld? Die 9 der Schwerter. Aha, aha, aha. Okay, schlaflose Nächte. Die 9 der Schwerter ist das Gedankenkarussell. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch hier, ne, wenn ich mir diese Energie, die ich hier so am Tisch habe, anschaue, dass es wirklich für einige in der letzten Zeit vielleicht eine etwas herausfordernde Zeit gab, wo man sich von irgendetwas zurückgezogen hat, wo viel
Diskussionen, turbulente Energien, also wirklich nicht so angenehme Energien im Feld waren. Und die haben euch auch schlaflose Nächte bereitet, ja? Und da habt ihr euch in so einem Gedankenkarussell befunden. Und man ist hier so, habe ich das Gefühl, auf dem Weg, einen neuen Weg zu beschreiten, um eben nicht mehr in dieser Gedankenkarussell-Energie, alte Wunden-Energie zu verharren. Und am tendenziell am Sonntag und Montag, ne, haben wir ja sehr starke Energien hier im Feld gehabt. Und am Dienstag kommt aber nochmal so dieses Gedankenkarussell so in euch hoch, wo ihr vielleicht auch den Tipp erhaltet mit den Neun der Schwerter, werdet mal zum Beobachter eures Gedankenkarussells. Beobachtet mal, was ihr da so denkt und ist das, was ihr hier denkt, wirklich wahr? Ja, also ist das, was euch den Schlaf raubt, ist das wirklich wahr oder ist das eher etwas, was aus einem Mangelgefühl in euch entsteht, aus einem mangelnden Vertrauen, dass die Schöpfung gut für euch sorgt, aus einem mangelnden Selbstvertrauen in euch und eure Fähigkeiten. Ne? Also, weil die Fünf der Münzen ist immer so ein Mangelthema. Da geht's um mangelndes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ja, und das könnte hier nochmal so ein Hinweis sein, dass man hier Resümee ziehen kann. Ist das, was ich an negativen Gedanken hier wirklich denke, ist das wirklich wahr oder kommt das aus einem Mangelthema in euch hoch, das jetzt einfach gewandelt werden möchte? Was ergänzt denn hier das Lenormand? Der Reiter und der Park. Ja, hier darf man sich öffnen. Hier darf man mutig voranschreiten. Na, wenn du mit den Neun der Schwertern dich in dein stilles Kämmerlein zurückziehst und in deinen Gedankenkarussell hier eine Runde nach der anderen fährst, dann öffne dich dem. Schau mal, was hinter diesen Gedanken steht. Vielleicht geht es hier auch wirklich, der Reiter steht eben auch für Bewegung, für Kommunikation. Vielleicht geht es auch wirklich darum, dass du mal darüber sprichst mit anderen. Dich öffnest, genau beleuchtest, hey, was denke ich denn da eigentlich? Ne? Also hier wirklich vielleicht auch offen und ehrlich mit sich selbst zu sein, was denn deine Gedankenkarussells hier angeht. Und wieder, wir haben ein Dauerabo mit den Blumen und dem Schlüssel heute als verdeckte Energie. Ja, schau, da liegt er wieder drunter. Obwohl ich mische, also hier könnten wirklich so die ein oder anderen überraschenden Offenbarungen für euch anstehen, wenn ihr in dieser Energie hier mitfließt. Interessant. So, der Mittwoch. Aha. Und schau mal, da kommt der Magier. Und verdeckte Energie, das Ass der Schwerter. Der Magier, erkenne, dass du alles in dir hast, was du brauchst, um zu visualisieren und zu manifestieren, was du dir in deinem Leben wünschst und möchtest. Der Magier ist derjenige, der den ersten Impuls setzt. Hier wird noch nicht in die Umsetzung gegangen. Und das ist vielleicht mit dem Ass der Schwerter das, was du als Klarheit und Wahrheit erkennen darfst. Du hast hier alles in dir, was du benötigst, um zu manifestieren, zu realisieren, zu visualisieren und umzusetzen, was du in deinem Leben erträumst und erhoffst. Ja? Aber auch die Klarheit und die Wahrheit, die damit einhergeht. Du bist damit nämlich auch in der Verantwortung für das Glück deines Lebens. Ja, das ist so, jeder ist seines Glückes Schmied. Das sagt mir diese Kartenkombination hier. Und dann gilt es eben auch nicht mehr, schlaflose Nächte zu haben oder sich hier im sorgenvollen Gedankenkarussell zu verlieren, wenn du erkennst, hey, ich habe hier alles, was ich brauche in mir. Ich muss es nur tun. Interessant. Was ergänzt denn hier das Lenormand? Ja, da fliegt schon eins unter den Tisch. Moment. Schau mal, und jetzt kommt das Labyrinth und die Blumen. Ja. Also drehst du dich weiter im Karussell? Oder gehst du in deine Mitte hier, wie die Dame in diesem Pavillon, und erkennst, dass du
das Geschenk bist, dass du die Gelegenheiten nur beim Schopfe erpacken musst, ja, und alles zum Erblühen bringen kannst, wenn du hier nicht dich im Außen verlierst, sondern aus deiner Mitte heraus handelst, denn du hast ja mit dem Magier alles in dir, was du benötigst. Interessant, sehr cool. Und wieder der Schlüssel. Du hast den Schlüssel in der Hand, die Türen zu öffnen, die du öffnen möchtest. Ja, es ist deine Entscheidung. So, und jetzt, last but not least, der Donnerstag. Das ging schnell. Und wir haben, so, die Sonne. Glückskarte im Tarot, brauche ich nichts zu sagen. Hier geht es um Strahlkraft, um dein Erstrahlen, um deine Lebenskraft. Die Sonne ist eine Glückskarte. Sie steht für Sieg, für Lebenskraft, für Wärme, für Erleuchtung. Ja, hier will etwas ans Licht kommen. Vielleicht auch wirklich dieses, dass du erkennst, du hast alles in dir, was du brauchst. Ja, vielleicht hast du bisher auch die Verantwortung dafür gescheut, ja, eben deines Glückes Schmied zu sein. Aber mit der Sonne ist hier am Donnerstag wirklich so diese Energie im Feld, hey, hier bricht etwas auf, hier kommt auch etwas ans Licht. Und das, schau dir das mal an, verdeckte Energie, die Kraft und die Herrscherin. Zu erkennen, dass du wirklich unbändige Lebenskraft in dir hast und dass du mit der Herrscherin Fruchtbarkeit in deinem Leben hast, dass du dich an das Leben hingeben darfst, dass du neue Welten erschaffst und auch wirklich diese Welten zur Welt bringen kannst. Ja, also das ist mega kraftvoll, meine Lieben. So, und was ergänzt hier das Lenormand für den Donnerstag? Die Dame, ja, es geht um dich. Die Dame und der Mond. Ja, also, ne, aus deinem Herzen zu agieren, zu wissen, dass das Leben mit dem Mond auch Zyklen unterliegt, dass es darum geht, aus dem Gefühl heraus zu handeln und das mit diesem gefühlvollen Handeln, ja, aus deinem Herzen heraus, wirklich auch der Erfolg, denn der Mond steht teilweise auch für Erfolg, dass sich damit der Erfolg auch einstellen kann. Wenn du aus deinem vollen Herzen, aus deinem vollen Herzensgefühl heraus handelst, ja, und dann kannst du wirklich mit der Kraft und der Herrscherin als verdeckte Energie hier neue Welten erschaffen und dann kommst du entweder in dein stimmiges Handeln oder du bist mit deinem Gegenüber hier dann auf absoluter Augenhöhe. Ja? Sehr, sehr spannende Energie. Ich bin sehr neugierig, was sich bei euch hier zeigt und was ihr mir hier in die Kommentare gebt. So, jetzt brauchen wir noch ein Krafttier für die Woche. Welches Krafttier begleitet diese Wochentendenz? Haha. Der Otter. Originalität. Sei originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben umgestalten. Hatten wir hier, ne? Probiere neue Wege aus. Auch das hatte ich gesagt. Du hast alle Möglichkeiten. Ja, der Magier. Also, hier geht es um eine... Verzeihung. Hier geht es um eine Umgestaltung, vielleicht auch um Detailarbeit in eurem Leben. Aber hier solltest du originelle Wege beschreiten. Der Otter begleitet dich hier. Und jetzt schauen wir mal, welche Rune dich hier noch unterstützt. Welche Rune begleitet diese Wochentendenz? Tja, die Fehu, das Feuer, das Vieh, die Fülle, die innere und äußere Schönheit, der innere und äußere Reichtum. Du hast alles, was du brauchst. Die Fehu leitet dich. Also, lass dein Licht strahlen. Frosch im Hals. Meine Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag vielen lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.